Darf man sich einfrieren lassen, um ewig zu leben? Und es klingt total absurd, aber immer mehr Menschen lassen sich derzeit einfrieren. Und zwar in der Hoffnung, dann wieder aufgetaut und wiederbelebt zu werden. Was? Ja, und das nennt man Kryonik. Dabei wirst du nach deinem Tod vitrifiziert, also in einer Art glasartigen Zustand verbracht, indem man dir Frostschutzmittel injiziert. Anschließend wirst du dann schrittweise auf minus 196 Grad heruntergekühlt werden, der Temperatur von flüssigem Stickstoff. Danach wirst du dann kopfüber wie eine Fledermaus in einen Stickstofftank gesteckt, wo du dann ein paar Jahrhunderte rumhängst, bis dich vielleicht einer mal auftaut und dann gegebenenfalls wiederbelebt. Auch in Deutschland wird dieses Verfahren seit kurzem angeboten, die Lagerung findet aber in der Schweiz statt. In Deutschland ist es bisher nämlich noch nicht rechtssicher geklärt, ob Tote hier einfach in einer Art Kühlschrank gesteckt werden dürfen. Würdest du dich einfrieren lassen in der Hoffnung, dann ewig zu leben, wenn man die Frage mit Ja beantworten könnte?